Ich habe irgendwas zusammengedraftet. Spielen wir es einfach. Heute Vormittag hatte ich ja schon ein paar richtig gute Runs. Was war es? 7-2 oder 6, also 3, 6-3 oder 7-3 und 1-9-3 oder so. Oder 8-3. Zwei richtig gute Arena-Runs. Mal schauen, wie es damit wird. Bei dem Schurken habe ich auch so wenig Erfahrung. Ehrlich gesagt, mit anderen fühle ich mich inzwischen wohler. Paladin, Mage. Auch einem Druiden. Priester auch. Und mit Krieger ist solche so eine Sache, da bin ich auch noch nicht so. Hunter auch. Warlock auch, irgendwie mit allen. Schurk ist eine derjenigen, die ich nicht so drauf habe. Aber es ist kein schlechter Start. Sap hebe ich auch für später auf. Ja, dich brauche ich nicht. I am ready. Greetings. The pleasure is mine. Here we go. So, ich will ja nicht unbedingt den Clockwork Gnome schon hergeben. Vielleicht kann ich damit ja einen anderen killen, einen Zweier-Minion. Fängt schon wieder an die Hase zu jucken. Krank seine Scheiße. Jetzt habe ich den Plattform Raptor, genauso. Das ist nämlich ein ziemlich guter Tausch zum Beispiel. Here we go. Greif mir ruhig mal an. Explosive oder Freezing Trap? Freezing Trap. Ne, besser als Explosive Trap in dem Fall. In Explosive Trap wäre der Fairy Dragon weg gewesen. So habe ich noch auf der Hand. Kostet zwar viel mehr, aber ich habe ihn noch. Von dem her geht das an der Stelle schon. Wenn er irgendwas Fieses bringt, habe ich einmal Assassinate, das ist super. Okay, der hat irgendwie gar nichts. Sehr seltsam. Wartet denn der? Der hat wie viele Karten auf der Hand? 8. So schlecht kann das ja alles nicht sein. Ich würde sagen, gewiss assassinate den einfach. Dann 1000 HP. Muss euch nicht assassinaten. Der stirbt relativ easy. So, was spiele ich denn jetzt? Ich spiele, glaube ich, den Frostwolf Grunt und danach den Venture Co.
glaube, in dem Fall mache ich die erstmal weg. So, in der nächsten Runde habe ich 8 Mana. Okay. I've got the beast in my side. Hoffentlich keine Explosive Trap. Time for killing. Das machen wir mal zuerst. Komm, keine Explosive Trap. Dann hätte ich ihn doch nicht so weit runterprügeln sollen. Jetzt habe ich 8 Mana. Kann meine Waffe verbessern. 2, 4, 8, das ist eigentlich ganz geil, Lor. Na, dann verschwende ich das. 2, 5, 7. Mache das doch so. Oder mache ich das so? Das mache ich lieber so. Habe ich schon mal 2 Minions draußen. Die Combo kann ich mit dem Taunt relativ leicht rausholen. Von daher mache ich da nicht so viele Sorgen. Autsch. Fick dich weg. Na gut, den kriege ich jetzt locker weg mit meiner Waffe. Das war ganz gut. Scheiße ist es trotzdem. Ah, der schöne Flash-Eating Ghoul. Ah. Das ärgert mich jetzt. Jetzt komm, jetzt mach. Ich doch das Tinker ihn spielen. Schmu. Das wird interessant. Zwei, sechs, sieben. So many options. Give a random friendly minion 3 attack. Nein, gib doch ihm Free Attack. Du Depp. Das wäre doch so viel besser gewesen. Wollt ihr nicht. Here we go. Schade. Wie super ist es gewesen, die 3 Attack auf dem Echoing Ooze zu haben. Ja, natürlich. So eine Arschloch-Kombo noch. Ja, ja, du auch noch. Kacke. Jetzt erhebe ich das auf, um irgendwas zu machen, oder benutze ich das für Damage? Ich hebe es erstmal noch auf. Da sieht man wieder, warum der Goblin Zapper halt meistens keine besonders starke Karte ist.
Na klar. Fuck. Ja, das ist scheiße. Jetzt habe ich auch keinen Assassinate mehr. Au. Und da geht die erste Runde gleich erbaden. Vor allem die Hound-Kombo hat mir wehgetan. Die ganze Hound-Kombo hat richtig gut funktioniert bei ihm. Es war schon fast wie ein Constructed-Deck. Die Hound-Kombo mit dem Timberwolf und dann der andere, der durch vieles Beast und auch Bonus-Attack bekommt. Diese ganze Kombo hat richtig wehgetan. Meine Herren. Sowas muss ja nicht gleich am Anfang treffen, sonst trifft man vielleicht irgendwie bei 7 Wins, dann nicht bei 0-0. Arschloch. Your back. Guter Anfang. This is our town, scrub. Yeah, beat it. Das ist mal eine ganz vernünftige Karte mit der Coin, weil man die Combo gleich auslöst. Außerdem habe ich eh so viele Zweier-Minions auf der Hand. Sehr schön. Dann werde ich dann auch gleich los. Das ist mal ein besserer Anfang als eben. Ja. Ja. Der Anfang ist mal nicht verkehrt. So kann man arbeiten. Wow. Nee, den darfst du nicht angreifen. Na doch, mit der Waffe ja schon. Schnauze. Ist auch mal eine Waffe. Two Silver Champions. Ist natürlich auch nicht verkehrt an der Stelle. Here we go. Job's done. Jetzt muss er langsam aufpassen mal mit seinen HP. Schade, dass ich ihn damit nicht loswerde. Kann ihn selber angreifen. So many options. Here we go.
Ja, das sieht nicht so gut aus für den Paladin. Bisschen gemein ist es schon. Here we go. Den flächigen Ghoul wollte ich jetzt nicht einfach rausschmeißen und verschwenden sozusagen. Deswegen habe ich ihn da gerade nochmal gelassen. Na gut, dass er noch nicht draußen war, der flächige Ghoul. So, dann greift er die richtigen an. Sehr schön. Here we go. Job done. Also den einen soll ich erstmal gegen den Ogre Ninja traden. Alles andere wäre ziemlich beknackt, aber er hat ganz andere Probleme, wenn er nicht das Richtige auf der Hand hat. Aus dieser Jägerrunde von eben noch. Macht mich ganz fertig. Na, wenn ich so lange überlege, kann ich mal kurz in Twitch-Chat schauen. Noch eine schnelle Runde, dann esse ich erstmal gleich wieder eine Kleinigkeit. Ja, kann ich auch ein bisschen das Quest, die Quest erfüllen. 1-1. Kein so geiler Start. Aber gerade am Anfang kann man sonst was für Decks treffen. Ist ja alles drin. Kann man auch das Super-Duper-Deck treffen, was nachher 12 Wins schafft. So krass war es nicht. Das krasseste Deck war heute Morgen. Mit dem Paladin. Was hat der? Alexstrasza, Ragnaros. Und auch sonst krasse Karten. Das war der fieseste Gegner in der Arena bisher. Watch your back. Ach, sehr schön. Mal gucken, ob er shapeshiften wird. Nein. Ja, doch. Do you like to play with fire?
Den werde ich einfach mal los. Bin nicht ganz sicher, warum er den rausgecoint hat, wenn da der andere liegt. Das fand ich ein bisschen seltsam gerade. Vor allem, wenn er das jetzt macht. Okay. Das sieht aus, als würde er ein bisschen komisch spielen, in der Tat. Als wäre es nicht so ein starker Arena-Gegner, ohne jetzt ihm da zu nahe treten zu wollen, weil die Aktion wirkte alles gerade sehr seltsam. Also warum hat er nicht gecoint und hat den gekillt und in der zweiten Runde den Wild Pyromancer rausgebracht? So, what the fuck? Naja. Sollte mich nicht beschweren. Das Beste ist jetzt, ich mache euch drüber lustig oder frage mich, warum der so komisch spielt. Und in der nächsten Runde, sonst verliere ich wahrscheinlich an ein Haus hoch oder so, weil er mich volle Kanne fertig macht oder irgend so ein Quatsch. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt das swappe? Werden die Grundwerte geswappt? Oder was passiert dann genau? Wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Naja, lass mal so. Gucken, ob er zwei Karten rausbringen kann. Weil sonst habe ich mit dem ganz gut Attack Damage in der nächsten Runde. Schafft er es, zwei Karten auszuspielen? Selten, dass der Goblin Zapper so stark ist, gerade in der Arena. Im Constructed schon eher. Au. Okay, den wollte er loswerden. Hätte ich doch mal geswappt. Aber wer weiß, wie es dann genau funktioniert hätte. Ach, der gute Ogre Ninja. Where shall I strike? Ich glaube. Oder? Nee, doch nicht. Augenblick. Noch rechtzeitig das Mikro ausgemacht. Here we go. Look at me. Da halte ich mir Assassinates vielleicht gegen noch stärkere Gegner. Nicht, dass mir wie vorhin geht in der ersten Runde. Den 2-1er tausche ich da ganz gerne ein. Und die bisschen HP, die ich verliere, sind auch nicht so schlimm. Das geht alles. Okay. Here we go. Here we go. Bin ja gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Ich erwarte halt irgendwie nicht viel. Zwei Assassinates, eine Eviscerate. Ich sehe nicht, dass er da noch zurück ins Spiel kommt. Ja. Danke. Das gegen die Special Delivery. Okay. Das war eine ganz seltsame Runde. Die erste voll verkackt. Diese voll geowned. Die zweite war auch interessant. Guck, schon wieder so später, schon wieder ein neues Daily Quest hier aufgedrückt bekomme.
2-1 steht's, das ist ganz nett. Dann geht's gleich weiter.